Das österreichische Fußballfrauen-Nationalteam bestreitet das erste Vorbereitungscamp im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf. In dieser ersten Woche geht es grundsätzlich um die Grundlagen der Fitness und Athletik und Irene Fuhrmann legt besonderen Wert darauf, um beim ersten Test am Sonntag gegen Dänemark fit zu sein. Im Großen und Ganzen geht es aber um die Vorbereitung für das bevorstehende Event. Am 6. Juli startet man mit der Europameisterschaft ausgerechnet gegen Gastgeber England. Das Ganze im Theater of Dreams vor ausverkauften Haus. Und die Spielerinnen haben natürlich auch schon eine gewisse Vorfreude entwickelt und freuen sich auf die Gruppenspiele gegen England, Nordirland, aber auch Norwegen. Und wir haben uns hier in Bad Tatzmannsdorf eingefunden, um zum einen herauszufinden, wie der Fitnesszustand derzeit aussieht und inwiefern man schon auf die EM-Endrunde vorbereitet ist. Frau Teamchefin, danke, dass Sie sich Zeit nehmen vor dieser Trainingseinheit am Freitag. Wir wissen ganz genau, Vorbereitung gehört dazu, auch die Athletik und die Fitness muss natürlich hergestellt werden, um dann bei einer Europameisterschaft kompetitiv auftreten zu können. Wie zufrieden sind Sie mit den bisher gezeigten Leistungen im Training? Ja, wirklich sehr zufrieden, weil die Stimmung sehr gut ist. Obwohl die Spielerinnen direkt aus dem Urlaub teilweise gekommen sind, sind sie sehr fokussiert am Platz, arbeiten wirklich diszipliniert und dementsprechend sehe ich sehr optimistisch auch dem Spiel am Sonntag entgegen. Auf das kommen wir gleich zu sprechen. Es gibt aber einige personelle Änderungen möglicherweise, weil gewisse Spielerinnen noch nicht zur Verfügung stehen. Inwiefern versuchen Sie, das positive Klima in der Mannschaft zu halten und Leistungsträgerinnen die Zeit zu geben, die sie benötigen, um wieder zurückzukommen? Ja, also das ist tägliches Brot gewesen, auch die letzten 2 Jahre. Wir haben immer wieder auf Leistungsträgerinnen verzichten müssen. Es gibt einfach anderen Spielerinnen die Möglichkeit, sich auch zu beweisen auf höchstem Niveau, gerade gegen Dänemark. Und dementsprechend wollen wir auch so wie die letzten Monate und Jahre einfach da sehr, sehr positiv an die Sache herangehen und lösungsorientiert bleiben. Jetzt kommen wir auf dieses Dänemark-Spiel zu sprechen, was am Sonntag stattfindet. Wir wissen, die Ergebnisse zählen in der Vorbereitung nicht, aber als Trainerin hat man gewisse Erwartungen. Was wollen Sie sehen von Ihrer Mannschaft? Ja, ich glaube, jeder, der einmal Fußball gespielt hat, weiß es, wie es ist, wenn man 3-4 Wochen vielleicht nicht im Fußballtraining war, in die Vorbereitung einsteigt. Es ist einfach am Anfang wichtig, den Rhythmus zu finden. Dieses Spiel gegen Dänemark wird uns auch Feedback geben, wie der Ist-Stand ist, jetzt nicht nur im athletischen Bereich, sondern auch gerade, woran es noch gilt zu arbeiten, im technisch-taktischen Bereich. Das ist für mich entscheidend. Natürlich will man als Trainerin am Ende auch immer ein gutes Ergebnis haben, aber Auch der Wert des Frauenfußballs ist mit Sicherheit in den vergangenen Jahren gestiegen. Das hat man auch gesehen anhand des Besuches des ÖFB-Präsidenten Gerhard Miletich, der auch gesagt hat, es geht nicht nur um Frauenfußball, sondern es ist ganz, ganz wichtig auch für den gesamten ÖFB. Wie haben Sie seinen Auftritt bis dato wahrgenommen und wie haben Sie auch miterlebt, wie wichtig der Frauenfußball mittlerweile geworden ist? Ja, ÖFB-Präsident Miletich setzt eigentlich nahtlos an Leo Windner an. Also er war eigentlich sofort bei unseren Spielen präsent, hat sich jetzt auch im Teamcamp gezeigt, zu den Spielerinnen gesprochen. Es ist einfach so, dass der ÖFB alles daran setzt, die Rahmenbedingungen auch im Frauenfußball weiterhin zu professionalisieren. Und das spüren wir und das ist auch natürlich wichtig für uns, aber auch, denke ich, auch notwendig, damit wir auf höchstem Niveau weiterhin mithalten können. Wissen wir auch, Ralf Rangnick ist der Mann, der bei den Männern in der Zukunft des ÖFBs alles regeln soll. Ein Mann mit unheimlich viel Erfahrung, dessen Spielsystem jetzt auch in diesen ersten Spielen in der Nations League super funktioniert hat. Die Frage an Sie, inwiefern haben Sie sich vielleicht schon mit ihm ausgetauscht? Inwiefern gibt es da auch Adaptionen von Ihrer Seite, unabhängig davon, dass Sie jetzt von Ihrem Konzept abweichen? Aber man schaut sich ganz gern, glaube ich, von solch erfahrenen Trainern was ab. Ja, es freut mich sehr, dass Ralf Rangnick als sehr renommierter Trainer für den ÖFB gewonnen werden konnte. Man sieht einfach, was er schon in kurzer Zeit bewirken konnte, wie schnell jetzt das Team rund um ihn auch wieder die Fans begeistert hat. Und ich habe derzeit noch nicht die Möglichkeit gehabt, mich mit ihm auszutauschen, aber ganz klar, ich glaube, sein Schwerpunkt, oder er hat jetzt sehr viel um die Ohren, so wie ich auch. Aber es ist mir schon auch immer wichtig, mich mit meinen Trainerkollegen, wenn es die Möglichkeit ergibt, sich auszutauschen. Davon lebt auch der Trainerjob. Man lernt nie aus und wenn man dann genau diese Möglichkeit hat, so einen erfahrenen Mann zu sprechen und auch andere Perspektiven kennenzulernen, dann ist das sehr positiv. Am 27. Juni werden Sie den finalen Kader nach den letzten beiden Vorbereitungsspielen bekannt geben. Ein bisschen Bauch wie vielleicht auch dabei, weil man Spielerinnen enttäuschen muss. Welche Kriterien muss eine Spielerin mitbringen oder wird das dann vielleicht so eine Entscheidung, wo eine Nuance
für die eine und gegen die andere entscheiden wird. Ja, wir haben jetzt einfach derzeit leider noch einige Spielerinnen im Kader, die nicht zu 100% fit sind. Das wird am Ende schon entscheidend sein, weil wir einfach nur 23 nominieren können. Und ja, es gilt dann einfach auch nachschießen zu können, nachlegen zu können. Das hat uns auch, denke ich, jetzt gerade in der Qualifikation ausgezeichnet, dass unsere Einwechselspielerinnen immer noch einen Impact gebracht haben. Und dahingehend muss ich mir derzeit noch alles offen lassen. Bevor wir Sie in die nächste Trainingseinheit schicken werden, vielleicht noch eine kurze Nachfrage, was die Gruppe betrifft. Sehr attraktiv, das Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber. Ich glaube, man kann sich theoretisch nichts Schöneres vorstellen. Aber wie ambitioniert ist die Mannschaft? Wie realistisch ist es, dass Österreich die Gruppenphase übersteht? Ja, wir haben einen realistischen Blick natürlich auf diese starke Gruppe. Wir haben mit England einen absoluten Titelfavoriten, aber auch mit Norwegen sicher jemanden, der im erweiterten Favoritenkreis dazuzählt. Und insofern gilt es vielleicht auch einmal gegen Statistiken am Platz aufzuzeigen. Wir konnten Norwegen noch nie schlagen. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir im dritten Gruppenspiel alles noch selbst in der Hand haben. Und es gibt immer eine Chance, auch die Großen zu ärgern. Ich glaube, das haben wir auch in der Vergangenheit bewiesen. Und wir werden alles daran setzen, im Idealfall die Gruppenphase auch zu bestehen. Liebe Lisa, das erste Vorbereitungscamp, die erste Woche zählt meist zu denen, wo man wahrscheinlich am körperlichen am meisten arbeiten muss. Inwiefern hat sich jetzt diese erste Trainingswoche schon auf die muskuläre Bedingung ausgewirkt bei dir? Ja, also man muss halt schon dazu sagen, dass einige, die Meisterschaft schon 2-3 Wochen zurückliegt. Von dem her sind wir eingestartet, wahrscheinlich wie in einer Vorbereitung. Ja, passt aber gut, die Mannschaft geht voll mit und natürlich, weil jeder, glaube ich, weiß, so Vorbereitung ist jetzt wahrscheinlich nicht immer was Schönes, aber wichtig ist, dass man da einfach jetzt drüber geht, dass wir uns einfach diese Fitness für die Europameisterschaft noch holen, den letzten Feinschliff quasi. Jetzt wissen wir, Ralf Rangnick zählt bei den Männern auf das Wir-Gefühl innerhalb der Mannschaft. Bei euch Frauen hat man eigentlich ständig das Gefühl, dass ihr euch sehr, sehr gut versteht. Ist das bei euch selbstverständlich oder hart erarbeitet? Ja, also selbstverständlich. Wie gesagt, wir sind teilweise 10, 15 Jahre gemeinsam, jetzt so quasi sicher der ältere Kern. Die Jungen leben das von Beginn an mit und ich glaube einfach, das ist wichtig, dass man das den Jungen auch schon so rüber transportiert, weil es einfach sicher in Gleichaufsituationen in einem Spiel dann sicher den Unterschied machen kann, wenn einfach auch jede für die andere am Platz fightet und kämpft. Und das hat uns, glaube ich, immer schon ausgezeichnet. Und wie gesagt, also selbstverständlich, ja, für uns wahrscheinlich ist es selbstverständlich, dass wir den Umgang mit der anderen so leben. Ja, selbstverständlich ist es mit Sicherheit nicht, an einer Europameisterschaft teilnehmen zu dürfen. In der Gruppenphase seid ihr Zweiter geworden, als drittbester, Zweitplatzierter jetzt nach England gekommen. Wie groß war natürlich die Freude darüber, dieses Ziel erreicht zu haben? Und nochmal rückblickend, welche Erkenntnisse habt ihr gewonnen aus diesen wichtigen Spielen? Ja, also natürlich ist es für alle, glaube ich, ein total cooles Gefühl, dass wir uns einfach gleich direkt qualifiziert haben. Wie gesagt, das ist einfach auch, glaube ich, der Preis für die harte Arbeit, was wir einfach in den letzten Jahren gehabt haben. Von dem her rückblickend. Ich glaube einfach, wir haben viel richtig gemacht, aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinwollen und arbeiten einfach jeden Lehrgang, jedes Training einfach weiter. Ja. Jetzt hat man am Sonntag den ersten Gradmesser mit Dänemark, ein Spiel, das man vielleicht schon gleichsetzen kann mit einem Gruppenspiel dann bei der Europameisterschaft. Auf was hoffst du, dass das Ergebnis passt oder soll es spielerisch vorangehen? Worauf liegt der Fokus am Sonntag? Ja, also natürlich, wir sind im Fußball, da will man natürlich gewinnen, aber ich glaube schon, dass es jetzt ganz wichtig ist, Dinge auszuprobieren und zu schauen, wo muss man einfach noch arbeiten, wo gibt es noch Sachen, die was vielleicht noch ein bisschen unklar sind. Da ist Dänemark natürlich ein super Gegner, wo man sagt, okay, da ist auch eine sehr robuste Mannschaft am Platz, was wir eben auch bei uns in der Gruppe haben bei der Europameisterschaft, aber ja, hinsichtlich wahrscheinlich eher, wo müssen wir einfach noch die letzten Dinge verändern, damit wir bei der Europameisterschaft da vielleicht, damit das halt nachher passt. Das wird auf jeden Fall ein tolles Erlebnis, vor allem das Eröffnungsspiel im Old Trafford, das mittlerweile schon ausverkauft ist. Wie sehr kribbelt es da vielleicht schon in dir selbst, wenn du einfach nur daran denkst, dass das Theatre of Dreams bummvoll sein wird? Ja, also natürlich. Also ich glaube, überhaupt jetzt auch im Frauenfußball, da reden wir sicher von ein paar Tausend Leuten, aber sicher nicht von 75.000 Leuten. Also ist natürlich, wenn man da sicher noch dabei ist und den Rasen betritt, sei es jetzt am oder neben dem Platz, ist es, glaube ich, sicher ein extremes Gänsehaut-Feeling. Und wie gesagt, glaube ich, was auch jeder
wo jeder, glaube ich, einfach schon ein bisschen drüber nachdenkt. Ja. Bei der Europameisterschaft 2017 habt ihr gezeigt, dass ihr weit kommen könnt mit dem Einzug ins Halbfinale. Ich kann mich erinnern, damals war ich als Reporter am Wiener Rathausplatz, da war wirklich alles rot-weiß-rot. Wenn du dich nochmal zurückerinnerst, was hat die Mannschaft damals unterschieden von der heutigen oder was hat sich jetzt im Gegensatz zu vor 5 Jahren verbessert? Ja, also wir waren damals, glaube ich, ein sehr, sehr junges Team. Ich meine, wir sind mit auch viele Junge, aber ich glaube jetzt eine bessere Mischung, einfach viel mehr Optionen, weil damals schon immer, glaube ich, viel dieselben Leute oder dieselben gespielt haben. In der Situation sind wir Gott sei Dank jetzt nicht mehr. Wir können wechseln und haben trotzdem extrem viel Qualität, was man nachbringen kann oder was einfach die Teamchefin nachbringen kann. Und ja, hoffe einfach, dass wir wieder so gut reinstarten können und vielleicht auch ein Stück weit wieder überraschen können. Aber nichtsdestotrotz muss man schon sagen, dass die Gruppe schon sehr, sehr hart ist. Aber wie gesagt, wie es die Vicky ja gestern schon gesagt hat bei der Pressekonferenz, wir werden versuchen, alles zu geben wieder, damit wir den Leuten auch also vor den Fernseher, dass sie ein Stück weit wieder mitnehmen können. Steffi, du bist momentan noch mit Leistenproblemen ein bisschen versehen, hast somit die Trainingswoche nicht so mitmachen können wie alle anderen Spielerinnen. Gib uns mal einen Status quo ab, wie ist es um deine Gesundheit derzeit bestellt? Ja, also gestern habe ich ganz leicht die Leiste ein bisschen gespürt und habe ein bisschen vorher das Training abgebrochen und also heute werde ich mal individuell trainieren und schauen, wie es dann am Abend reagiert und morgen werden wir dann weiter entscheiden, wie es weitergeht. Wie nervös macht dich das persönlich als Spielerin, nicht am regulären Training teilnehmen zu können und individuell dich heranzupirschen an die Form, die du benötigst? Ich glaube, ich habe die letzten Wochen eben dadurch, dass ich vorher eben ein bisschen eine schwerere Verletzung gehabt habe, meinen Körper eigentlich relativ gut kennengelernt und ich glaube, ich habe gestern den richtigen Moment noch erwischt, dass ich halt noch im richtigen Zeitpunkt aufgehört habe, dass ich jetzt einfach nichts Schlimmeres davon sah. Jetzt hast du die Trainingseinheiten trotzdem beobachten können. Wie hoch war die Intensität? Wie froh ist man vielleicht, dass man bei diversen Einheiten gar nicht teilnehmen musste? Nein, also wie froh, dass man nicht teilnehmen muss, also das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich denke, jede Spielerin, die da ist, die ist froh, dass sie dabei sein darf und dass sie mitmachen darf. Und die Woche war schon sehr anstrengend, weil der Fokus eindeutig auf der Athletik war. Und ja, also ich glaube, jede Spielerin ist froh, dass sie da sein darf. Und das merkt man bei den Trainings, dass jede 120% gibt und dass einfach, dass die Qualität einfach im Training passt. ÖFB-Präsident Gerhard Miletich hat euch auch einen Besuch abgestattet, hat auch in einem Statement gesagt, es geht nicht nur um den Frauenfußball, sondern auch um den ÖFB insgesamt. Also da sieht man, dass man schon eine Einheit geworden ist innerhalb der letzten 10 bis 20 Jahre. Inwiefern hast du das auch mitbekommen, die Entwicklung des Frauenfußballs, die Wertigkeit vor allem innerhalb des Verbandes? Ja, also vor allem die Spielerinnen, die schon über Jahre dabei sind, also da sieht man halt schon einen eindeutigen Fortschritt. Also man bekommt die Wertschätzung einfach vom ÖFB hautnah mit. Also wir sind richtig professionell aufgestellt. Wir bekommen eigentlich wir sind da jetzt wenn man es jetzt nur vergleicht, zum Beispiel vom Betreuerteam, den Herrenteam eigentlich nichts mehr nach. Also ich denke, das geht schon in die richtige Richtung und uns freut es natürlich als Spielerin, dass es anerkannt wird. Ja, schauen wir uns einmal die Gruppe an, die euch dann ab dem 6. Juli auch blüht. Das Eröffnungsspiel gegen England, Nordirland und Norwegen. Kein einfaches Unterfangen. Wie realistisch ist es theoretisch, dass ihr eine Runde übersteht? Ja, also unser Ziel ist natürlich, dass wir das letzte Spiel Entscheidungsspiel machen, dass wir alles noch offen lassen, dass wir eventuell die Gruppenphase überstehen. Natürlich haben wir mit England, Norwegen und Nordirland drei sehr starke Gegner. Aber ja, bei der Europameisterschaft direkt, also ich glaube, da gibt es keine Mannschaft, die was nicht Fußball spielen kann. Also ich glaube, die bringen all ihre individuellen Qualitäten mit und genauso wir auch. Also wir werden natürlich unser Bestes geben und uns voll einhauen. Liebe Sarah, die erste Vorbereitungswoche zählt wahrscheinlich zu den eher Unbeliebten unter den Spielerinnen. Wie fühlen sich momentan die Muskeln an? Wie hart hat euch die Trainerin schon reingenommen? Geht mir eigentlich gut. Klar ist so eine Vorbereitung immer intensiv und wir sind auch sehr intensiv in die Woche reingestartet. Aber ich glaube, genau dafür ist diese Woche da, dass wir an der Fitness arbeiten, dass wir ein bisschen über die Grenzen hinausgehen. Aber ich glaube, jetzt gilt der Fokus dann schon dem Spiel am Sonntag. Von dem her fahren wir ein bisschen runter. Mir geht's gut und ich freue mich aufs Spiel.
Es gibt einige Spielerinnen, die verletzungsbedingt auch angereist sind oder mit Verletzungen angereist sind, dann wichtige Leistungsträgerinnen, die vielleicht noch nicht zur Verfügung stehen. Verunsichert euch das in dieser ersten Woche oder seid ihr, wie soll ich sagen, sehr, sehr optimistisch, dass bis zum Start dieser Europameisterschaft alle hergestellt sind? Ja, sehr optimistisch. Ich glaube, das gehört dazu im Fußball, dass immer ein paar ausfallen. Wir haben aber mittlerweile einen super breiten Kader. Ich glaube, wir können das gut kompensieren und ich bin zuversichtlich, dass die alle bis zum Start am 6. Juli fit sind und dann am Platz stehen werden. Elisa, habe ich auch schon gefragt, im Gegensatz zu 2017, wo ihr auch im Halbfinale der Europameisterschaft gestanden seid, was sind für dich so die signifikantesten Unterschiede, was den Kader betrifft oder auch die Spielstärke? Ich glaube schon, dass wir uns alle weiterentwickelt haben. Es sind doch viele nur dabei von 2017, aber wir haben uns alle entwickelt und ich glaube, dass der Kader einfach in der Breite stärker geworden ist. Wir haben viele junge Spielerinnen, die da wirklich Druck ausüben, der Konkurrenzkampf am Platz und das macht uns als Team stärker. Aber ich glaube, dass sich grundsätzlich der Frauenfußball in den letzten 5 Jahren enorm entwickelt hat. Also nicht nur wir, sondern auch die anderen Nationen. Von dem her wird es einfach ein richtig cooles Event mit tollen Spielen und ich freue mich schon sehr drauf. Gehen wir zunächst mal auf das bevorstehende Vorbereitungsspiel am Sonntag gegen Dänemark ein. Ein Gradmesser, den man sicher gleichsetzen kann mit den Gruppengegnern. Die Ergebnisse zählen in der Vorbereitung theoretisch nicht mit, aber wie wichtig wird schon sein, eine gewisse Spielstärke dann schon mitzubringen? Ich glaube, das Ergebnis ist nebensächlich. Wir wollen einfach Dinge ausprobieren im Hinblick auf die Euro. Und Dänemark ist einfach ein super Gradmesser. Ist eine super Nation, sind auch bei der EM dabei, haben auch eine sehr starke Gruppe. Von dem her wird es ein tolles Spiel für uns. Aber ich glaube, dass das Ergebnis da eher in den Hintergrund rückt und wir einfach Dinge probieren, auch Spielerinnen Chancen kriegen, die vielleicht weniger gespielt haben, was super ist in der Vorbereitung. Und dass wir uns einfach Matchfitness holen. Die Gruppe bei der Europameisterschaft ist durchaus attraktiv, aber man weiß auch, dass man gegen jeden Gegner theoretisch auch verlieren kann. Wie groß ist jetzt hinsichtlich des Eröffnungsspiels im Old Trafford die Vorfreude, vor vollem Haus quasi aufzulaufen und eine Atmosphäre zu genießen, die man wahrscheinlich im Liga-Alltag nicht hat? Ja, riesig. Ich glaube, das wird für uns alle ein Highlight, vor allem das Eröffnungsspiel. Das haben wir noch nicht erlebt, das werden vielleicht viele von uns nicht nochmal erleben. Frauenfußball ist einfach voll im Aufmarsch und ich freue mich, dass ich da Teil davon sein kann. Und ja, die Gruppe ist sehr stark, aber ich glaube, alle Gruppen sind sehr stark besetzt und es ist vieles möglich. Wir haben es 2017 gezeigt, dass man auch als vermeintlicher Außenseiter einfach da ja, auftrumpfen kann. Von dem her, ich gehe sehr positiv in das Turnier rein und versuche einfach das Ganze zu genießen und jeden Moment irgendwie mitzunehmen. Und auch ein treuer Fan des Damen-Nationalteams hat sich hier eingefunden, weil er im gleichen Hotel untergebracht ist. Sie sind jetzt schon einige Tage mit dabei. Wie haben Sie die Stimmung wahrgenommen in diesen ersten Tagen? Also ich finde, die Stimmung im Team ist sehr gut. Also man merkt es beim Frühstück oder Abendessen. Und es sind immer wieder natürlich auch dann offizielle Termine, wie Pressetermin oder Fotoshooting. Die Damen bzw. die Mädels, die gruppieren sich auch so zwischen den Einheiten und trinken halt Kaffee oder Getränke und so, aber ich finde, die Stimmung ist sehr gut. Jetzt haben Sie auch vom Training ein bisschen einen Eindruck bekommen, vom Sportlichen. Was trauen Sie in der Mannschaft bei der Europameisterschaft zu? Wir wissen, England, Norwegen und Nordirland, keine einfache Gruppe, aber verstecken brauchen wir uns auch nicht mehr. Ja, ich denke mal, es wird ganz entscheidend sein, wie das erste Spiel verläuft gegen England. Und grundsätzlich denke ich mal, haben sie sehr gute Möglichkeiten, hat sie ja schon bei der Weltmeisterschaft gezeigt. Und ich bin total begeistert vom Leistungsniveau der Mannschaft und wie intensiv diese Trainingseinheiten sind. Aber ich denke mal, da ist schon sehr viel möglich. Abschließend vielleicht noch zum Frauenfußball allgemein. Wie haben Sie die Entwicklung mitverfolgt als langjähriger Fan sozusagen, die Aufwertung quasi des Frauenfußballs? Also die Aufwertung des Frauenfußballs ist enorm. Also das hat man sich vor 20 Jahren überhaupt nicht vorstellen können, dass das wirklich einmal entsprechend ernst genommen wird, weil das Frauenfußball ist vor 20, 25 Jahren eher noch belächelt worden, zumindest von sehr vielen Menschen. Jetzt sieht man, was da wirklich möglich ist und was die Damen leisten. Und es ist natürlich auch das Niveau der Spielerinnen enorm gestiegen. Teils durch die Nationalmannschaft, also durch diese intensive Arbeit mit der Nationalmannschaft, teils natürlich auch durch die Auslandsengagements, das hat sehr viel gebracht, das ist nicht anders wie bei den Herren, da ist eine enorme Leistungssteigerung.